Du hast ja gesagt, dass du auch über deinen Vater zur Musik gekommen bist, durch seine Plattensammlung. Wie wichtig ist deine Familie jetzt in deiner Karriere? Wie wichtig ist dein Vater jetzt noch? Also die Familie ist sehr wichtig bei dem Ganzen als Stütze allein schon. Und mein Vater war die letzten 7 Jahre viel mit mir unterwegs, on Tour, gerade eben am Wochenende, wenn Zeit war. Und er ist, denke ich, auch einer meiner größten Fans so und einer der größten Befürworter von dem, was ich mache. Jedenfalls seitdem er merkt oder gemerkt hat, dass es läuft. Gibt es denn Menschen in deiner Verwandtschaft, in deinem Umfeld, die vielleicht bei Familienfeiern mal gesagt haben, du Andreas, Musiker, das ist doch nichts, wovon man leben kann, willst nicht mal was Anständiges lernen? Definitiv gab es so Leute, klar, in meiner Familie. Aber ich denke, wenn man gefestigt ist in seiner Idee und in Ideologie, eben, was man machen will, lässt einem das kalt und man sagt eben, ja, lass mich mal machen. Wird schon hinhauen, so wie ich mir das vorstelle. Und bis jetzt hat alles so hingehauen, wie ich es mir vorgestellt habe. Wenn man den Willen hat, wie schon gesagt, dann funktioniert es auch. Dein Bart ist ja mittlerweile dein Markenzeichen geworden. Würdest du dir denn den Bart wegen des Erfolges beispielsweise oder wenn jemand anderes es zu dir sagt, ihn dir abrasieren? Also meiner Meinung nach kannst du nur erfolgreich sein, wenn du hundertprozentig hinter dem stehst, was du machst und was du bist. Deswegen kommt sowas für mich nicht in Frage. Leute wie Jim Morrison haben sich auch nicht den Bart abrasiert, weil irgendwelche Leute gesagt haben, er soll sich den Bart abrasieren und weniger Whisky saufen. Heißt das im Umkehrschluss, dass du irgendwie eine Art von beratungsresistent bist? Naja, also das mit diesem beratungsresistent sein ist ja immer so eine Frage. Wer hat denn das Recht, jemand anderem zu raten, wie er auszusehen hat? Weil das ist ja im Prinzip, ist er ja auch nur ein Mensch. Er würde ja dann versuchen, sich über mich zu stellen. Und auf sowas habe ich so oder so gar keinen Bock. Man sieht an deinem Arm und an deinen Händen, dass du Tattoos trägst. Wie viele Tattoos hast du denn eigentlich? Also ich denke, es sind circa 7, 8 Stück. Ich weiß es nicht, habe es jetzt nicht gezählt. Zum Beispiel habe ich auf der Brust so eine Art Mond mit Rakete im Auge. Das ist eine Anspielung auf Jules Vernes kleine Reise zum Mond. Wurde, glaube ich, 1912 oder so als Stummfilm verfilmt. Weiß nicht, ob es einer der ersten Filme war, aber auf jeden Fall, ich glaube, einer der ersten Science-Fiction-Filme. Ja, am linken Handgelenk habe ich das Symbol für den Led Zeppelin-Gitarristen Jimmy Page, weil er ein großer Einfluss ist für mich, weil er einer der genialsten Gitarristen ist für mich. Deine Tätowierungen sind auch schon einigen Menschen aufgefallen, da gibt es eine ganz witzige Geschichte dazu, erzähl doch mal. Es war so, dass nach den Ausstrahlungen einige Mails eingegangen sind, unter anderem von Tätowierern, die meinten, dass sie gerne meine Tätowierungen überarbeiten würden, weil die teilweise so schlecht sind. Das ist eine ganz witzige Geschichte, aber ja, schauen wir mal, vielleicht nehme ich das Angebot an.